In dieser Woche geht es nach Skandinavien. Machen wir keine weiteren Umwege. Viel Spaß bei diesem Video über die besten skandinavischen Filme. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frische Filme hier bei Fred Carpet. Und ich mache oder unternehme ja nun seit einigen Wochen eine Reise durch diverse Filmnationen dieser Welt. Und im Folgenden habe ich erst überlegt, ob ich die Sachen aufteile in nochmal verschiedene einzelne Länder. Aber ich finde generell der Bereich skandinavisches Kino, den finde ich total spannend. Deshalb habe ich alles, was hier reingehört, hier reingepackt. Dänemark, Schweden, und so weiter und so fort. Ich glaube, ich habe keine einzige finnische Produktion dabei, was mir ein wenig leid tut. Aber eben alles aus diesem Bereich Skandinavien. Und wenn man daran denkt, wenn man insbesondere an Schweden denkt, dann hat man aus den letzten Jahren natürlich vor allem diese sehr kühlen, sehr melancholischen und pessimistischen Thriller im Kopf. Aber so viel sei verraten, es gibt nicht nur von dieser Art Filme in diesem Ranking, sondern auch das ein oder andere, was natürlich noch mehr in den Genrebereich geht, aber die Skandinavier haben noch so viel anderes für ihre Kino oder ihr Kinopublikum in den letzten Jahren einfach veröffentlicht. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir an mit unserer Rundreise durch alles, was mit Skandinavien, mit Nordic Cinema quasi zu tun hat und beginnen mit Film Nummer 1. Beim ersten Film handelt es sich um eine dänische Produktion und interessanterweise, das habe ich erst jetzt erfahren, als ich mich mit dem Film nochmal für dieses Ranking beschäftigt hat, einen, der kürzlich ein US-Remake erhalten hat und zwar mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Das überrascht mich dahingehend nicht, als dass der Film wirklich sehr hoch gelobt wurde. Er war auch in der Vorauswahl für den Oscar für sein entsprechendes Produktionsland. Und wir wissen, US-Amerikaner gucken oder lesen keine Untertitel. Also da wird eher dann etwas geremaked, als dass man sich der Originalfassung annimmt. Es macht also in meinen Augen total Sinn, diesen Film zu remaken, zumindest aus wirtschaftlicher Sicht für die US-amerikanischen Kinozuschauerinnen und Zuschauer. Aber letzten Endes wird es sehr, sehr schwer sein, das Original zu toppen. Wovon rede ich denn? Ich rede von The Guilty. Und The Guilty hat vor kurzem seine Free-TV-Premiere gefeiert und ist daraufhin bei mir auf der Internetseite ist die Kritik durch die Decke gegangen mit ganz, ganz vielen Suchanfragen. Also der Film hat offenbar wirklich Leute aufgewühlt und ich erinnere mich auch daran, das hat er bei mir auch gemacht. Es ist ein sehr, sehr kleines, beengtes Setting. Wir haben eine Figur in der Hauptrolle, verkörpert einen Mann, der in der Einsatzzentrale der Polizei sitzt und plötzlich einen Anruf erhält von einer jungen Frau, die sagt, sie ist als Geisel genommen worden, beziehungsweise sie ist befindet sich in einem Auto und der Fahrer dieses Autos hat sie gegen ihren Willen dorthin gebracht. Und nun versucht eben der Polizeibeamte am Telefon, ihr aus dieser misslichen Lage zu helfen, herauszufinden, wo sie ist, was es mit dieser ganzen Situation auf sich hat. Und was aber herauskommt, möchte ich an dieser Stelle nicht verraten, denn es ist ein Film, der ja mit einem sehr smarten Twist überrascht, mich zumindest, der in eine Richtung später geht, von der man denkt, huch, da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Und der halt wirklich in der Lage ist, dieses beengte Kammerspiel-Setting, wo so wahnsinnig viel einfach nur übers Telefon passiert. Also selbst wenn die Hauptfigur beispielsweise es endlich schafft, herauszufinden, wo die Person am Telefon wohnt und sie einige andere Beamten dorthin schickt, all das sieht man nicht. Man hört das die ganze Zeit nur übers Telefon und man hat also die Möglichkeit, sich das alles sehr exakt im Kopf vorzustellen. Und das ist natürlich teilweise, wie wir das kennen, viel, viel erschreckender als das, was wir eigentlich sehen. Also The Guilty mit minimalen Mitteln entstanden, eine ganz, ganz günstige Produktion, aber wirklich holt das Optimum an Spannung und Intensität gerade aus diesem minimalen Setting heraus. Und sollte man sich unbedingt ansehen. Ich habe das Remake noch nicht gesehen, aber allein die Tatsache, dass Jake Gyllenhaal dabei ist, macht das ganze Projekt für mich durchaus reizvoll. Auch wenn ich tatsächlich sagen muss, hat man einmal oder weiß man, wohin die Autofahrt geht, der Hase läuft, dann kann es sein, dass da die Luft so ein bisschen raus ist. Aber zumindest beim ersten Mal gucken ist man schon ziemlich geplättet und danach muss man sich wirklich erstmal
entspannen und das Ganze verarbeiten. Deshalb The Guilty, falls ihr den noch nicht gesehen habt, ist ein wirklich guter skandinavischer Thriller-Beitrag und funktioniert wirklich über die kleinen Gesten, aber dafür erst recht richtig, richtig stark. Für Cineastinnen und Cineasten ist Ruben Östlund kein unbeschriebenes Blatt, denn der gute Mann hat zum Beispiel Höhere Gewalt gemacht. Oder auch Force Majeure im Original. Ein Film, den ich persönlich nicht leiden kann, deshalb ist er hier auch nicht im Ranking. Aber Ruben Östlund hat ein paar Jahre später einen Film gemacht, den ich sehr gefeiert habe. Und der ebenfalls in der Vorauswahl für den Oscar war, beziehungsweise er war sogar unter den 5 Nominierten, hat aber dann, ich weiß gar nicht, gegen wen er verloren hat, fand ich damals sehr schade. Konnte ich mir aber ein Stück weit erklären, weil die Art der Komödie und Sezierung quasi des, ja, wie soll ich sagen, des Museums- und Kunstgewerbes, das war schon wahnsinnig bissig und auch wahnsinnig fies und auch sehr selbstentlarvend und mit einem Humor gesegnet, mit diesem typisch dänischen, trockenbösen Humor, das konnte nicht jedem gefallen. Es ist ja doch relativ selten tatsächlich, dass in der Sektion des besten fremdsprachigen oder wie es mittlerweile heißt, besten internationalen Films, dass da Komödien gewinnen, weil die Komödien natürlich sehr unterschiedliche Humorfarben haben, immer auch auf ziemlich genau auf das Land abgestimmt. Dass da The Square nicht gewonnen hat, ich konnte es verstehen. Ich hätte ihm diesen Preis definitiv gegeben, denn The Square ist einfach ein Film, kann ich gar nicht anders sagen, der perfekt auf mich zugeschnitten ist. Und ich hoffe sehr, dass ich auch einige von euch da draußen, die den noch nicht kennen, ein bisschen dafür begeistern kann. Denn es geht eben darum. Es geht um den Kunst-Museums-Zirkus, um die Frage, um den Kunstbegriff an sich. Was ist Kunst? Was darf Kunst? Und werden wir nicht alle irgendwie doch an der Nase herumgeführt, wenn man uns irgendwie ein Quadrat auf den Fußboden malt, das titelgebende Square, und uns dann weiß machen will, dass das Kunst ist. Das ist manchmal auch ein bisschen platt, aber dafür funktioniert es dann halt auch in gerade den Momenten, in denen es wirklich sehr, sehr hautrauf Satire ist, besonders gut. Der Hauptdarsteller ist fantastisch, hat nur leider das Problem, dass er sich in sämtlichen internationalen Sprachvarianten selbst synchronisiert. Und ich habe Hochachtung vor diesem Einsatz. Das Problem ist nur leider, er ist kein guter Fremdsprachen-Synchronsprecher. Das heißt, man sollte sich diesen Film wirklich ausschließlich im Original angucken. Denn es ist so süß und so charmant, dass der das gemacht hat, aber es funktioniert halt leider im Deutschen überhaupt nicht. Es ist eine wahnsinnig hölzerne Synchro und man merkt einfach, dass das nicht seine Muttersprache ist. Deshalb die Synchro leider trotz des leidenschaftlichen Einsatzes ziemlich verhunzt, aber der Film an sich wirklich ganz, ganz, wie gesagt, bitterböse. Und nicht nur auf die Kunst- und Museumslandschaft gemünzt, eben ein herrlicher Einblick in unser Verständnis für Kultur, sondern man kann das natürlich auch sehr stark auf andere Bereiche übertragen. Also The Square lässt sich sehr, sehr gut als Sezierung des Filmmarkts beispielsweise betrachten oder eben auch des Literaturmarkts oder was auch immer. Also immer da, wo Leute zusammenkommen, die glauben, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, was die Anerkennung von Kunst und Kultur angeht, immer da greift dann eben The Square in seinem Aushebelungsmechanismus und führt uns, beziehungsweise eben in diesem Fall den Figuren im Film vor Augen, dass das teilweise schon arge Schaumschläger sind und dass Kunst letzten Endes eben einfach im Auge des Betrachters liegt. Eine letzten Endes dann doch recht versöhnliche Message für diesen Film, aber wirklich so bissig und wirklich auf den Punkt gemacht. Man sollte keinen allzu subtilen Film erwarten, man geht da raus und weiß genau, was Ruben Östlund uns sagen wollte. Aber ich stehe total auf diese Art Humor, auf diese Art von Satire und deshalb The Square für alle Leute, denen es ähnlich geht, sehr, sehr gerne einmal reinschauen. Den Regisseur Hans-Peter Moland könnten einige von euch durch die wirklich absolut dunkelhumorige Killer-Thriller-Komödie einer nach dem anderen kennen. Der Film wurde nämlich vor einigen Jahren mit Liam Neeson in der Hauptrolle geremaked unter dem Titel Hard Powder. Und der gute Mann hat aber noch einen anderen Film gedreht und
den finde ich nicht nur tausendmal besser als einer nach dem anderen, er ist auch so gut wie unbekannt. Denn hierzulande hatte er nicht einmal 10.000 Kinozuschauerinnen und Zuschauer in die Kinos locken können, was ich sehr, sehr schade finde. Und er hat einfach generell auch überhaupt nicht für Aufmerksamkeit gesorgt. Deshalb möchte ich ihn unbedingt euch ans Herz legen. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme der letzten Jahre. Er heißt Pferdestehlen. Jetzt braucht ihr keine Sorge haben bei dem Titel. Es ist letzten Endes kein Pferdefilm. Dieser Titel greift aber trotzdem die Stimmung des Filmes auf, wenn man so nach einer halben Stunde plötzlich eine Szene in dem Film sieht, bei der einem wirklich das Herz aufgeht, inszenatorisch und auch erzählerisch. Denn wir haben dann eben dieses titelgebende Pferdestehlen, das die Freundschaft von zwei Jungen, die Freiheit in einem bestimmten Sommer und das Lebensgefühl der Jugend perfekt oder eher der Kindheit perfekt zusammenfasst in diesem Moment, wo sich die beiden einfach auf den Rücken einiger freilebender Pferde setzen und quer über die Wiese galoppieren. Und dieses Gefühl von Freiheit ist es eben auch, das Pferdestehlen auf der anderen Seite ja so verkleinert. Also wir haben eine Geschichte, wir haben eine Familiengeschichte, die in unterschiedlichen, die nicht chronologisch erzählt wird, sondern in unterschiedlichen Zeitabschnitten. Da wird auch immer wieder wild umhergesprungen. Die Hauptfigur wird im Hier und Jetzt in der Gegenwart als alterner Mann von Stellan Skarsgård verkörpert, der sich halt eben zurückerinnert an diesen einen Sommer, in dem sich alles verändert hat. Denn es kam zu einem Zwischenfall im Rahmen dieser Familie schon wiederum viele Jahre davor. Also man sieht, es sind wirklich ganz viele verschiedene zeitliche Dekaden, die hier angerissen werden. Und in jeder dieser Dekade ist etwas sehr Tragisches passiert. Und so baut sich eben sein Bild einer Vergangenheit, eines Lebens auf, was ihn eben gezeichnet hat. Und die einzelnen Abschnitte sind eben von ganz unterschiedlichen Tonalitäten und Gefühlen geprägt. Wie gesagt, dieses titelgebende Pferdestehlen, dieses Freiheitsgefühl, das ist eben dieser eine schwüle Sommer, dieses kurzlebige Idyll, und demgegenüber stehen dann aber eben tragische Vorkommnisse und Todesfälle, die das Ganze eintrüben. Und trotzdem bleibt man eben in dieser kindlichen Perspektive, bei der man eben merkt oder die so konsequent durchgezogen wird, dass man manchmal das Gefühl hat, es wird so ein bisschen verklärend, was aber, wenn man sich mal darüber Gedanken macht, wie ein kleiner Junge in diesem Alter das Leben wahrnimmt, einer, der später älter wird, dann macht das total Sinn, denn ist das nicht verklärend, sondern dann ist das eben ganz gezielt auf die einzelnen Momente gemünzt, wo für ihn eben die Welt in diesem Moment noch in Ordnung war. Das bedeutet im Falle von Pferdestehlen, wir haben eine emotionale Berg- und Talfahrt, die wirklich sehr aufrüttelnd ist und wo einige Dinge passieren, bei denen man auch sagt, oh, da muss ich jetzt erstmal schlucken. Aber im Zentrum steht vor allem die Verbindung zwischen einem Sohn und seinem Vater und auch da das sukzessive Auseinanderbrechen und auch immer die Frage, muss das sein? Kann man sich als Familie nicht irgendwie zusammenraufen? Ist Blut dicker als Wasser oder hat man einfach auch die freie Wahl zu sagen, ich möchte mit meiner Familie nichts zu tun haben? Das sind alles Themen, die Pferdestehlen anreißt. Und abgesehen davon, dass das natürlich teilweise sehr niederschmetternd ist und auch dass die Antwort auf all diese Fragen nicht unbedingt in Richtung Feel-Good-Thema gehört, so ist es eben so wahnsinnig beeindruckend, wie es hier geschafft wird, trotzdem einen Film zu erzählen, der in den besten Momenten wirklich zum Schwelgen und Träumen einlädt und bei dem sich das auch eben überhaupt nicht beißt, dass es so viele verschiedene erzählerische Tonfälle in diesem Film gibt. Deshalb Pferdestehlen, keine Sorge, ist kein Pferdefilm, sondern eine sehr herzzerreißende Familienchronik, wenn man so möchte. Und wirklich ganz, ganz toll inszeniert und mit einem Weltklasse-Score. Also ich weiß noch, als ich den Film gesehen habe, ich habe die Wochen danach immer noch diesen Score gehört, der wirklich auch ganz, ganz toll ist. Deshalb schaut euch den Film an. Ich wette, ihr kennt ihn noch nicht. Es sei denn, ihr habt damals frische Filme-Ausgabe gesehen, in der ich diesen Film garantiert besprochen habe. Verlinke ich euch an dieser Stelle, wenn es wirklich so sein sollte. Ansonsten steht da jetzt der Text. Antje hat Quatsch erzählt. Und Pferdestehlen, ganz, ganz große Empfehlung. Viel Spaß dabei. Pferdestehlen war wiederum nicht für den Oscar nominiert im Vergleich zu den beiden Filmen davor. Der nächste war es auch wieder, und zwar im Jahr 2014 oder 15, müsste 14 gewesen sein, ebenfalls eine dänische Produktion, und zwar A War. Und A War ist ein sehr
Schwerer Film. Ich glaube, schwer trifft es am besten. Wenn man sich diesen Film anschaut, hat man das Gefühl, die ganze Last dieser Welt lastet irgendwie auf den Schultern von einem selbst. Aber es ist eben vor allem die Last einer Person, die gerade aus dem Krieg kommt und die versucht, ihre Kriegstraumata in ihrer Heimatstadt oder in ihrer Heimat zu verarbeiten, die aber gleichzeitig, ja, was gleichzeitig damit kollidiert, dass er ja eigentlich für seine Frau und seine Kinder da sein möchte und sich nach und nach in einer posttraumatischen Belastungsstörung verliert. Das ist ganz fein erzählt, das ist nicht hau drauf mit irgendwelchen Flashbacks oder so. Ich erinnere mich da nur beispielsweise an Sherry, an die Produktion mit Tom Holland vor ein paar Monaten, die ja bei Apple Plus erschienen ist, von den Machern von Avengers Endgame. Und die haben ja mit Sherry ebenfalls einen Film über einen jungen Mann erzählt, der nach dem Krieg an dieser posttraumatischen Belastungsstörung leidet und dadurch auch in eine Drogensucht verfällt. Im Falle von A War geht es gar nicht unbedingt darum, dass diese Abwärtsspirale immer weiter nach unten kreist, sondern wir haben einfach diesen Status quo für eine Person, für einen Mann, der aus dem Krieg kommt, der furchtbare Sachen gesehen hat und der das Ganze nicht nur mit sich ausmachen muss und es auch weniger ausmacht, indem er darüber spricht, sondern mit sich alleine, sondern der sich zudem auch noch einem Gerichtsprozess stellen muss, in dem ja gewisse Dinge aus dem Krieg aufgearbeitet werden müssen und er dazu gezwungen ist, sich all diese Dinge noch mal ganz genau vors Auge zu führen. Und das ist ein sehr zermürbender Film, aber auch ein Film, wie ich finde, der es wie kein anderer besser schafft, die Nachwirkungen eines ja, Soldatendaseins, ohne wirklich mit dem Holzhammer drauf zu gehen, sondern wirklich ganz, ganz nah in der Realität, zumindest wie ich es mir vorstelle. Ich kann natürlich nicht beurteilen, ob es nah an der Realität ist, aber A War hat mir jederzeit das Gefühl gegeben, dass es so ist. Und das hat mich damals in den Kinosaal gepresst und ich habe zwei, dreimal wirklich schlucken müssen, habe sicherlich auch die eine oder andere Träne vergossen. Weil es halt eben einfach so nahbar ist und weil die Figur, obwohl sie sich zurückzieht und obwohl sie so schweigsam ist und aber gleichzeitig so verzweifelt versucht, irgendwie mit ihrer Familie wieder in Einklang zu kommen, das hat mich sehr, sehr mitgenommen. Und macht euch darauf gefasst, natürlich ist das hier kein Feel-Good-Film, aber er ist eben eine sehr schöne Kombination, sehr stark inszenierte Kombination aus eben diesem Kriegsbewältigungstrauma, Drama und einem wirklich gut gemachten, unaufgeregten Gerichtsfilm. Deshalb A War, große Empfehlung für euch. Viel Freude beim Entdecken. Wir bleiben ganz vage beim Thema Krieg, denn eine der wichtigsten Figuren im kommenden Film ist eine angesehene Kriegsfotografin, gespielt von Isabelle Huppert, die wiederum in dem Film bereits verstorben ist und nur noch in Rückblicken gezeigt wird. Der Film, von dem ich rede, stammt von Joachim Trier. Joachim Trier hat absolut gar nichts mit Lars von Trier zu tun, ist halt einfach auch nur ein Regisseur. Und der gute Mann hat vor ein paar Jahren den Film Louder Than Bombs inszeniert. Joachim Trier, vielleicht kennen ihn einige eher durch den Film, der danach kam. Der war ein Tick bekannter, insbesondere in Genrekreisen, nämlich Thelma. Den Film habe ich jetzt mal nicht mit reingenommen, weil gleich einer kommt, der inhaltlich relativ ähnlich ist und Louder Than Bombs kennen auch weniger Leute. Der ist wiederum aber deutlich bekannter besetzt, nämlich unter anderem mit Jesse Eisenberg und eben auch mit Isabelle Huppert. Und in Louder Than Bombs geht es um eine Familie, die vor, ja, 3 Jahren im Film, wir spielen in der, wenn wir in der Jetztzeit spielen, reden wir von vor 3 Jahren, in der die Mutter bei einem Unfall ums Leben kommt. Und jetzt, 3 Jahre später, will die Familie, weil sie eben eine große bekannte Kriegsfotografin war, eine Retrospektive ihr zugunsten ja, ausrichten. Und im Zuge dessen nimmt sich wiederum eine Zeitung des Unfallschicksals an und droht aufzudecken, was es denn mit diesem Unfall tatsächlich auf sich hat. Und das zwingt die Familie, insbesondere die beiden Brüder, oder die beiden Kinder von ihr, sich zusammenzuraufen, denn der Tod der Mutter und einige andere äußere Umstände haben die Familie weitestgehend entfremdet. Und nun geht es in Louder Than Bombs zum einen darum, wie denn noch 3 Jahre später mit dem Thema Trauer und Verlust umgegangen wird. Aber wir sehen auch, wie gesagt, in Rückblenden immer wieder, wie es direkt nach dem Unfall dazu kam, dass sich die Familie eben voneinander trennt und eben auch, wie sie damit umgeht, dass die Mutter nun oder die Ehefrau nun gestorben ist. Aber es geht natürlich auch um Verarbeitung. Und das ist ein interessanter Mix, den Joachim Trier hier inszeniert und auch geschrieben hat.
Denn was ihm gelingt, und das gelingen vielen Filmen, die mit diesem Thema sich befassen, und es gibt tausende Filme, die sich mit dem Thema Trauer und Verlust und Tod befassen, gelingt vielen nicht. Aber Joachim Trier schafft es, auf der einen Seite wirklich die absolut niederschmetternde, ja, die niederschmetterndsten Facetten unseres emotionalen Gefühlslebens herauszuarbeiten, aber auch gleichzeitig immer wieder zu bedenken, es ist auch in einer solchen Situation nicht alles negativ. Selbst wenn wir uns in dem Moment davor verschließen, weil wir nur auf diese Trauer und auf diese Verlust und diesen Schmerz irgendwie fokussiert sind, so hat das Leben eine deutlich emotionalere Bandbreite zu bieten. Und das klingt jetzt auf den ersten Blick oder mit den ersten Worten, klingt das vielleicht so ein bisschen wie, gehen so in eine kitschige Wohlfühlrichtung. Und das ist in diesem Fall aber überhaupt nicht so. Denn das hier hat nichts mit Verklärung zu tun und nichts mit einem bemühten, ich zeige euch den Silberstreif am Horizont, denn es wird immer weitergehen, Gedöns. So ein Film ist das nicht. Das ist wirklich ein Film, der die emotionale Komplexität auf der einen Seite feiert, aber auf der anderen Seite auch immer wieder veranschaulicht, wie unglaublich schwierig es ist, mit solchen tragischen Ereignissen umzugehen, sie so zu verarbeiten, dass man auch niemanden vor den Kopf stößt. Ich musste immer wieder an den Film Demolition mit Jake Gyllenhaal denken, den ich immer wieder sehr, sehr gerne empfehle, in dem es um die Frage geht, wie darf ich eigentlich trauern, ohne jemanden vor den Kopf zu stoßen. Und das macht auch Louder Than Bombs stellenweise und nimmt sich da auch der Frage an, hey, wenn gerade meine Mama gestorben ist, darf ich mich eigentlich dann noch irgendwie beim Sex wohlfühlen? Also das ist so die ganze thematische und eben auch tonale Bandbreite. Joachim Trier, ja, reißt da wirklich einmal komplett die gesamte Gefühlslage der Figuren auf der Leinwand ein und baut sie im Nachhinein wieder auf. Ist ein Film der leisen Töne, ist ganz, ganz stark gespielt und wie gesagt, kaum bekannt hierzulande. Deshalb, Louder Than Bombs, ein wirklich großer Geheimtipp. Ich mag den sehr, sehr gerne. Auch hier gilt wie immer viel Spaß beim Entdecken. Bin eben einmal kurz auf Thelma eingegangen und habe ja schon angekündigt, dass jetzt ein Film kommt, der in ein ähnliches Terrain geht, nämlich When Animals Dream von dem damaligen Regiedebütanten Jonas Alexander Arnby, ein Däne, der es sich damals zur Aufgabe gemacht hat, einen bestimmten Genrestoff so zu inszenieren, dass man im besten Fall ohne den Trailer gesehen zu haben, beziehungsweise ich glaube, der Trailer hat auch gar nicht so viele Andeutungen gemacht. Jedenfalls, wer im Vorfeld nicht allzu viel über diesen Film wusste, weshalb ich auch nicht so viel erzählen werde jetzt, der wusste lange Zeit vermutlich gar nicht, was das hier eigentlich für ein Film sein soll. Im Mittelpunkt steht eine junge Frau, 16 Jahre alt, die ein sehr zierliches Auftreten hat und trotzdem in der rauen Küstenlandschaft Dänemark mit einigen Fischern zusammenarbeitet. Man hat also gerade so am Anfang des Films wird ein sehr schöner Kontrast aufgebaut zwischen diesem kleinen 16-jährigen zierlichen Mädchen und den um sie herum stehenden Fischersleuten. Und es ist ein sehr, sehr rauer Film. Es ist ein Film, der durch und durch von der norwegischen rauen Küste geprägt ist. Also man hat fast in jeder Szene irgendwie das Gefühl, ich fühle mich hier unwohl, ich möchte mir eine dicke Jacke anziehen. Und dann nach und nach dröselt sich auf, weshalb dieser Film zum einen nur in dieser Landschaft hier spielen kann, also Geografie, aber es dröselt sich eben auch die Genreherkunft auf. Und so viel kann ich verraten, When Animals Dream ist ein klassischer Genrefilm, weil er mit einem ganz bestimmten Motiv spielt. Ich möchte es hier nicht vorwegnehmen, aber es spiegelt die seelische und auch körperliche Reifung der Figur auf einer, ich sag mal, übernatürlichen Ebene wieder. Ich glaube, das sollte reichen. Ich glaube, wer im Vorfeld noch nie was von When Animals Dream gehört hat, der dürfte jetzt sich auch nicht auszählen können, was ich denn meine. Falls doch, es tut mir sehr leid. Aber der Film funktioniert auch komplett mit diesem Vorwissen. Denn ich glaube, es ist einfach nur ein Gimmick zu sagen, hey, wenn du komplett ahnungslos When Animals Dream guckst, dann wirst du aber schon überrascht, wohin der Film läuft. Letzten Endes, auch wenn man sich beispielsweise das Cover anguckt, man kann sich so seine Gedanken darüber machen, worauf es hinausläuft. Aber es ist letzten Endes egal, mit welchen Motiven dieser Film spielt. Es ist ein wirklich sehr intimer oder eine sehr intime Pubertätsparabel, die sehr, ja, was ich eben schon gesagt habe, sehr hart, sehr rau ist, sehr körperbetont und die von einer
Newcomerin getragen wird. Sonja Suhl heißt die Dame, die in diesem Film halt einfach wirklich ihre erste Kinorolle spielt und die eine Körperlichkeit und eine Zähigkeit an den Tag legt. Da muss ich sagen, Hut ab. Also wirklich starker Film für alle Leute, die wirklich mit Genre-Kino und auch mit, das ist ebenfalls kein Spoiler, aber nur damit ihr euch von der Haptik dieses Films so ein bisschen ein Bild machen könnt, gerade die so in Richtung Creature-Feature gehen und Body-Horror und so in die Art, also wo dann wirklich eher groß gestikulierend Dinge gezeigt werden. Das dann im Kontrast mit dieser sehr intimen Charakterstudie When Animals Dream ist richtig, richtig gut. Viel Spaß dabei. Und apropos Creature Feature, apropos Body Horror, der nächste Film, der hat beides und ist ein wirklich ganz außergewöhnlicher Kandidat in diesem Ranking. Und ich habe mir überlegt, ob ich ihn überhaupt mit reinnehmen soll, weil ich zugegebenermaßen gar nicht der allzu große Fan von diesem Film bin. Ich habe mein Herz nie an diesen Film gehangen, aber ich muss rückblickend einfach sagen, das ist trotzdem ein Film, der wirklich im Gedächtnis bleibt und den man so auch kein zweites Mal gesehen hat. Und das ist für mich einfach schon mal ein Kriterium, wo ich sage, eigentlich muss man den Film damit deutlich mal ein bisschen bekannter machen. Und deshalb rede ich jetzt hier über Border. Border im Englischen für Grenze. Kein Wunder, im Mittelpunkt der Geschichte steht eine Grenzbeamtin. Und diese Grenzbeamtin hat so eine feine Nase, dass sie quasi, wie man es normalerweise eher von Spürhunden gewöhnt ist, dass sie menschliche Emotionen riechen kann und da anhand dessen herausfinden kann, wer beispielsweise Dinge über die Grenze schmuggeln möchte, wer im wahrsten Sinne des Wortes eine Leiche im Keller, / im Koffer hat. Also eine sehr interessante Ausgangslage. Man weiß, diese Figur, oder man hat diese Figur von Anfang an vor Augen als eine, die auf gar keinen Fall der Normschönheit entspricht, die fast schon so etwas Animalisches an sich hat. Und dann trifft diese Person auf einmal eine Figur, einen Mann, der nicht nur äußerlich ihr sehr, sehr ähnlich sieht, sondern der nicht unbedingt ähnliche Fähigkeiten hat wie sie, aber trotzdem Verständnis für sie aufbringt und sich in Teilen mit ihr identifizieren kann. Und so ergibt sich zwischen den beiden eine ganz, ganz außergewöhnliche Liebschaft, bei der es im Grunde ähnlich ist wie bei When Animals Dream. Erst nach der Hälfte der Laufzeit ungefähr lässt sich abschätzen, okay, in diesen Gefilden lässt sich das verorten. Und auch da macht es wiederum total Sinn, oder rückwirkend macht es total Sinn, dass es eben eine skandinavische Produktion ist, weil hier eben auch auf skandinavische Mythen und Fabeln eingegangen wird. Und auch gleichzeitig das Ganze aber in wiederum auch eine Krimi-Thriller-Handlung verpackt und mit einer Sexszene aufwartet, die ich, wie gesagt, nie vergessen werde. Das ist nicht unbedingt nur positiv gemeint, aber man muss tatsächlich sagen, Border ist ein Film, der ist auch wieder sehr körperlich und der zeigt auch Dinge, wie eben besagte Sexszene. Die will man vielleicht im Nachhinein gar nicht unbedingt gesehen haben, aber er bleibt einfach im Kopf. Und auch diese Darstellung der beiden Figuren, dieser beiden Außenseiter, die dann aber sich finden und anhand voneinander irgendwie das schaffen, sich in ihrer eigenen Welt zurechtzufinden, das ist streckenweise auch wirklich auf eine sehr verquere Art und Weise romantisch. Und das ist es ist trotz allem stellenweise auch ein romantischer Film und irgendwie, ja, der hat so was ganz, ganz Eigenes und das ist halt wirklich etwas, was ich sehr feiere. Es gibt, wie gesagt, keinen anderen Film, den ich jetzt mit Border tatsächlich vergleichen könnte und auch da gilt, geht mal möglichst unvoreingenommen an diesen Film ran und vielleicht überrascht er euch dann auch tatsächlich so wie mich. Nicht, weil der Film einen großen Twist hätte, sondern weil er dann eben in gewisse Bahnen geht, wo ich ihn vorher eigentlich einfach nicht gesehen hätte. Und Border, interessanter Genrefilm, lief damals auf dem Fantasy Filmfest, da gehörte er auch definitiv hin und ist mittlerweile hier in Deutschland ganz regulär erhältlich. Viel Spaß beim Schauen. Kontrastprogramm steht an mit einem dänischen Animationsfilm, der sich dann doch eher an jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer, generell einfach an die ganze Familie richtet, nämlich Mina und die Traumzauberer. Von einem ganz, ganz kleinen Animationsstudio, ich glaube hierzulande wurden die von Splendid Animation vertrieben und haben leider auch nicht
oder der Film hat leider auch nicht so den Erfolg für sich verbuchen können, den ich ihm gegönnt hätte. Dabei sieht er nicht nur wirklich gut aus, dafür, dass er natürlich längst nicht das Budget hat wie ein Pixar, wie ein Illumination, wie ein DreamWorks Animation, was auch immer ihr da nennen wollt. Aber er punktet eben nicht nur über seine wirklich ansehnliche Optik, was ich gerade gesagt habe, sondern auch über seine Story. Denn im Mittelpunkt steht Mina und Mina ist ein Patchwork-Kind. Das ist ja ein Thema. Ich habe da in der vergangenen oder vorletzten Woche schon mal drüber gesprochen im Zusammenhang mit dem Film Willkommen. Ich weiß gar nicht, nee, Willkommen im Wunderpark war es nicht, aber im Zusammenhang mit einem Film, in dem es auch um das Thema Patchwork ging, wo ich mich ja dazu geäußert habe, dass ich es mag, wenn Filme dieses Thema behandeln. Und das ist im Falle von Mina und die Traumzauberer auch so, denn Mina ist ein junges Mädchen, das sich damit auseinandersetzen muss, dass sie jetzt in einer Patchwork-Familie wohnt. Lebt und beispielsweise auch eine neue Schwester hat. Da gehört eine neue Schwester dazu, mit der sie überhaupt nicht klarkommt. Und sie ist halt eben schon drauf und dran, ihre ganze Situation zu verteufeln, weil es immer wieder zu Streitereien kommt. Und dann merkt sie, oder dann sind es aber plötzlich ihre Träume, über die sie das Innere ihres Umfeldes nach und nach zu schätzen lernt und eben merkt, okay, ich sehe zwar nicht alles von außen, ich kann den Leuten ihre Gedanken und Gefühle nicht ansehen und wenn sie nicht mit mir sprechen wollen, dann macht es für mich das natürlich schwer, mit ihnen zu kommunizieren, aber es kann sich lohnen, trotzdem bereitwillig zuzuhören und auf andere Leute zuzugehen. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Botschaft, auch mal so ein ganz bisschen weg vom, ja, Familien-Kinderfilm allerlei und entführt die Zuschauerinnen und Zuschauer tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes in eine Traumwelt, wo es für einen Animationsfilm dieser Couleur dann doch überraschend melancholisch zugeht. Es wird aber auch ziemlich rasant, also auch die ganz jungen Zuschauerinnen und Zuschauer haben da wirklich was zu gucken. Die Welten sind toll animiert und die Quintessenz des Films ist einfach so schön. Und deshalb Mina und die Traumzauberer, schöne Geschichte mit schöner Botschaft und hat auf jeden Fall das Potenzial, so die Leute von 6 bis 99, ihr kennt diese Anzeige von Brettspielaufdrucken, zu begeistern. Und nehmt euch mal ein bisschen Zeit, um euch Mina und die Traumzauberer anzuschauen. Und zwei Filme habe ich noch. Der eine ist sehr, sehr aktuell und jetzt zu diesem Zeitpunkt noch im Kino zu sehen, wenn ihr Glück habt. Deshalb setze ich den ans Ende, weil ich auch schon ausführlich über den gesprochen habe. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um den Film nachher nochmal ganz kurz aufs Parkett zu bringen. Aber der vorletzte in diesem Ranking ist der Film Königin. Und Königin fasst ein sehr heißes Eisen an. Wir waren eben schon beim Thema Patchwork. Das kann man hier im weitesten Sinne auch anwenden, aber es geht gar nicht unbedingt darum, dass man sich mit dieser Patchwork-Situation auseinandersetzt, um da etwas Gutes draus ziehen zu können, sondern es wird ein wenig, nennen wir es mal, erotischer. Denn Königin ist ein Erotikdrama, das sich damit auseinandersetzt, dass eine ältere Frau eine Affäre mit ihrem Stiefsohn eingeht und die beiden das Ganze natürlich vor dem leiblichen Vater verheimlichen müssen. Und erotisch deshalb, weil er einige recht pikante und explizite Sexszenen hat, um die es aber gar nicht zwingend geht. Man braucht diese Szenen tatsächlich inhaltlich, um die körperliche Anziehungskraft dieser beiden eigentlich komplett unterschiedlichen Personen zu bebildern und auch zu erklären. Aber es geht hier gerade so in der ersten Hälfte in erster Linie um das Spiel mit dem Verbotenen und dieses Umkreisen und um das Hinterfragen, sind das irgendwie gerade merkwürdige Fantasien, die ich habe oder bin ich tatsächlich in diesen viel, viel jüngeren Typen verknallt beziehungsweise andersrum in diese viel, viel ältere Frau. Und dann geht es natürlich auch um die moralische Frage, was hält uns eigentlich auf? Also natürlich ist es moralisch super weird zu sagen, ich habe eine Affäre mit dem Sohn meines Mannes, also Affären und so weiter, kann man grundsätzlich moralisch hinterfragen. Aber ist es noch moralisch verwerflicher, wenn das mein Stiefsohn ist? Weil eigentlich existiert ja überhaupt keine körperliche Verwandtschaft in diesem Punkt. Und das sind alles Themen, die Königin anschneidet, jetzt aber nie großartig pädagogisch aufarbeitet, sondern in erster Linie die Beziehungen und gerade die körperliche Beziehung dieser beiden für sich sprechen lässt und eben auch dann nach und nach zeigt, was es für Auswirkungen auf die Familie im Gesamten hat. Wirklich starker Film,
Und ich glaube, mit meiner Beschreibung sollte ich euch in etwa vorgegeben haben, lohnt sich das für euch oder lohnt sich das nicht? Toll gespielt und auch ein bisschen was zum Nachdenken im Nachhinein. Deshalb Königin gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, nicht auf Blu-ray, sondern nur auf DVD. Aber wahrscheinlich findet ihr ihn auch als VOD. Ich meine, ich habe den bei Amazon Prime momentan. Schaut euch den mal an. Nimmt ein bisschen Zeit mit. Der ist nicht ganz so kurz. Aber dann seht ihr, glaube ich, einen wirklich guten Film. Viel Spaß dabei. Und ganz zum Schluss möchte ich natürlich noch einmal auf Thomas Winterbergs aktuellen Film Der Rausch verweisen, mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle. Es geht um ein Experiment an einer dänischen Schule. Die von Mads Mikkelsen verkörperte Lehrerfigur, die inmitten in einer Midlife-Crisis steckt, und ein paar Freunde, denen es im Grunde ähnlich geht, unternehmen ein Experiment auf Basis eines norwegischen Philosophen, der einst gesagt hat: Jeder Mensch wird mit minus 0,6 Promille geboren. Das heißt, um sich selbst auf den normalen Stand zu bringen, muss man um die 0,6 Promille pro Tag trinken, und erst dann kann man seine körperliche und geistige, seine geistigen Reserven so richtig ausschöpfen. Und klingt im ersten Moment wie ein Alkoholproblemfilm. Aber das Interessante ist, Thomas Winterberg und sein Co-Autor hatten tatsächlich nie vor, einen Film darüber zu machen, wie gefährlich Alkohol ist, sondern ursprünglich sollte das Ganze mal eine Lobeshymne auf den Alkohol werden. Dann kam aber ein sehr tragisches Erlebnis dazwischen. Thomas Winterbergs Tochter ist im Zuge eines Autounfalls gestorben, die ursprünglich auch noch eine Rolle in dem Film übernehmen sollte. Und dann hat das Ganze oder wurde das Ganze gerade dadurch sehr melancholisch eingefärbt. Am Ende kann man immer noch darüber streiten, inwiefern wird hier der Alkohol verklärt und inwiefern wird die Gefährlichkeit des Alkohols gezeigt? Denn Dänemark, lustigerweise das Produktionsland, ist eben auch das Land in Europa, wo der meiste Alkohol konsumiert wird und wo die Alkoholikerrate am höchsten in ganz Europa ist. Also Thomas Winterberg passt da nicht oder hat sich dieses Themas sicherlich nicht umsonst angenommen. Aber wie wir es von ihm gewohnt sind, wie wir es auch zum Beispiel von Die Jagd oder Die Kommune oder was auch immer er alles gedreht hat, kennen: Thomas Winterberg ist nicht der Mann für die einfachen Antworten auf komplexe Fragen. Und da passt eben Der Rausch hervorragend rein, ist auch wieder mit sehr, sehr einfachen Mitteln inszeniert, ganz leise, mit ganz klein und trotzdem detailreich inszeniert, und hat wirklich eins der besten Filmenden der letzten Jahre, das uns Mads Mikkelsen mal so von einer komplett anderen Seite zeigt und uns obendrein einen ganz großartigen Ohrwurm beschert. Deshalb, wann immer ihr könnt, schaut euch Der Rausch bitte noch im Kino an. Ansonsten dauert es bestimmt auch nicht mehr lange, bis man den zu Hause schauen kann. Und noch was Aktuelles zum Schluss. Viel Spaß im Kino im besten Fall. So, damit bin ich durch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe bei der Recherche nach den besten skandinavischen Filmen noch ganz, ganz viele andere gefunden, die ich eigentlich auch gerne in diesem Ranking genannt hätte. Vielleicht mache ich sogar noch ein zweites. Ansonsten geht es nächste Woche aber passend zum Start von James Bond um 10 sehenswerte Agentenfilme. Ich breche da also kurz aus meiner Filmreise aus und erzähle euch ein wenig was über Agentenfilme. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. An dieser Stelle wie immer noch der Hinweis: Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann schaut sehr, sehr gerne oder dann abonniert sehr, sehr gerne unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr jederzeit auf dem neuesten Stand seid, wenn ein neues Video bei Fred Carpet erscheint. Ansonsten wie immer die Hinweise auf meine Podcasts Filmgedacht mit Sydney Schering. Da reden wir diese Woche über Black Widow und natürlich den Frische Filme Podcast, wo es immer um aktuelle Filme geht. Und jetzt habe ich genug geredet. Wir sehen uns nächste Woche, ihr Lieben. Macht es gut. Tschüss.